Hallo, heute ist Donnerstag und ich weiß, normal habe ich das immer an einem Montag begonnen, aber da ich heute wieder arbeiten muss nach Weihnachten, habe ich gedacht, wir starten einfach am Donnerstag und machen das von Donnerstag bis Donnerstag. Ja, was machen wir von Donnerstag bis Donnerstag? Ich werde euch jeden Tag wieder zeigen, wie ich mich geschminkt habe mit Swatches und meine Nägel und ja, Tag Nummer 1. Auf den Nägeln habe ich noch von gestern mein Nail Art. Und zwar habe ich das mit der Frischhaltefolientechnik gemacht und dazu wird es auch ein Video geben. Das ist auch schon geschnitten, das muss nur noch hochgeladen werden. Und im Rest vor meinem Gesicht, die Nägel gehören zum Gesicht, wie ihr wisst, habe ich heute mal neues Make-up verwendet. Und zwar ist das von Maybelline das Superstay Seidig Make-up, 16 Stunden Deckkraft und Komfort. Das ist die Farbe Fond. Und das hat eben auf der einen Seite eine seidige Grundierung, auf der anderen Seite eine langanhaltende Farbe. Und wenn ihr euch das jetzt so anguckt, das ist mein Hautton. Ich finde das eigentlich echt schön. Es fühlt sich auch gut auf der Haut an. Es fühlt sich an, als wäre meine Haut sehr mit Feuchtigkeit auch versorgt. Ich benutze ja normal das Wonder Nude von Maybelline. Damit bin ich auch super zufrieden, einfach weil das so leicht ist einfach. Das ist ein bisschen reichhaltiger. Kann man das so sagen? Aber ich finde das Ergebnis trotzdem sehr schön. Könnt ihr ja mal gucken, wie euch das so gefällt. Zum Konturieren benutze ich immer den Bahama Mama Highlighter Bronzer von The Balm. Und dann kommen wir zu den Augen. Auf den Augen habe ich heute Farben aus der Sleek Garden of Eden Palette. Und auf der unteren Wasserlinie habe ich noch ein lila Kajal von Kiko aufgetragen. Ich zeige euch das alles noch genauer. Auf den Wangen habe ich ein Blush von HEMA und als Highlighter habe ich ein Highlighter aus der Kali... Wie spricht man das aus? Kali Bibel Palette von BH Cosmetics genommen. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Palette. Und verwendet habe ich diesen Highlighter hier. Als Blush habe ich von HEMA diesen Wet n Dry Highlighter in der Nummer 52 verwendet. Der ist auch sehr schimmernd. Und zusammen finde ich die eigentlich echt super schön. Und wie gesagt, habe ich auf den Augen die Garden of Eden Palette von Sleek. Das ist diese Palette hier. Und da habe ich verwendet die Farben Paradise on Earth, Python, Fig und ein kleines bisschen von Eve's Kiss. Ja. Das war's auch schon. Ich habe dann hier oben als Highlighter nochmal die gleiche Farbe aus der Kali Bibel Palette genommen. Ja, ich glaube, so heißt sie. Und ich werde mich jetzt fertig machen und gehe zur Arbeit. Ich hoffe, dass ihr Lust auf dieses Video habt. Das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Und ich habe auf jeden Fall Lust und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Guten Morgen, es geht wieder weiter. Wir fangen vielleicht erstmal mit den Nägeln an. Die sehen heute so aus. Und zwar ist das ein Nagellack aus einer P2LE. Ich glaube, die hieß Winter Who oder sowas. Oder irgendwas mit Winter. Ich habe diese Fähnchen hier leider weggemacht, darum sieht man jetzt nicht mehr, wie die Farbe heißt. Ich werde das aber versuchen rauszufinden. So sieht der aus und heute scheint ausnahmsweise mal die Sonne, aber die letzten Tage war es doch eher grau und dann hat das irgendwie dazu gepasst. Es hat zwar noch nicht geschneit, aber ja, das sind die Nägel. Im Gesicht habe ich heute wieder das gleiche Make-up wie gestern. Und zwar ist das Stay, Super Stay Seidig Make-up von Maybelline. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass meine Haut am Abend ein bisschen trockener aussah. Ich habe jetzt heute aber wieder mal den Nivea Aftershave Balsam in Sensitive verwendet. Und mal gucken, wie sich das dann heute Abend gestalten wird. Den hatte ich gestern nicht benutzt. Ich habe das ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen gehabt. Ja, gucken wir mal, was die Kombi zusammen kann. Dann kommen wir zu den Augen. Das sieht hier immer so aus, als wäre es da überhaupt nicht verblendet. Darum arbeite ich da gerade noch ein bisschen dran. Aber in Natura sieht das eigentlich gar nicht so aus. Ich habe auf jeden Fall von Zoeva die Retro Future Palette verwendet.
mit diesem krassen Lila. Das war diese Palette hier. Und verwendet habe ich Cosmic Chic, Space Out und Black Hole. Das sind diese Töne. Ich habe hier oben jetzt noch Creme unterm Nagel, sehe ich gerade. Das sieht natürlich bezaubernd aus. Und außerdem versuche ich ja meine Naked Palette aufzubrauchen. Darum habe ich zwei Töne daraus benutzt. Zum einen Buck für die Lidfalte zum Verblenden und Naked eben oben zum Verblenden. Ja. Und ich weiß nicht, man kann da jetzt noch nicht wirklich viel Progress sehen, aber ich bin da eigentlich ganz positiv gestimmt. Ja, für die Wangen habe ich von Sleek die Farbe Pomegranate verwendet als Blush. Kriegt den immer so schwierig auf, Leute, ne? Also das ist wirklich so. Das ist diese Farbe. Ein richtig schön kräftiges Rot. Nicht wirklich ein Rot. Das ist brombeerig. Ich weiß nicht, wie ich die Farbe beschreiben soll. Und dann habe ich von Manhattan aus der Chloe Goddess LE den Shimmer Powder in Moroccan Sun verwendet. Ich habe jetzt irgendwie mittlerweile 4 Stück, die so ähnlich aussehen. Aber ich stehe da irgendwie drauf. Und das ist so ein schönes Gold. Der war, wie gesagt, leider limitiert, aber ja. Den habe ich für meine Wangenknochen verwendet. Mit meinem neuen BH Cosmetics Pinsel. Das ist die Nummer 16. Und der ist recht groß und da habe ich einfach dann hier so das aufgenommen und dann und hier oben noch so ein bisschen gearbeitet. Ja, und das war's auch schon. Ich muss jetzt hin machen. Es ist nämlich schon ein bisschen später als geplant. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Hallo. Ja, es ist schon recht spät. Es ist 7 Uhr abends ungefähr. Ich war jetzt auch gerade unterwegs und habe davor nicht mehr geschafft, das Make-up zu filmen. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe nämlich wieder dieses Maybelline Superstay Make-up verwendet. Und da können wir uns das mal genauer angucken. Ich hole euch mal ein kleines bisschen näher. Also ich habe das vor 5 Stunden ungefähr aufgetragen. Es sieht noch recht gut aus, würde ich mal sagen. Ich habe das vor 5 Stunden ungefähr aufgetragen und ich finde, dafür sieht es noch ganz gut aus. Also, was heißt dafür? Eigentlich so generell. Also ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Es ist natürlich ein bisschen deckender und gebt mir das Wort. Also dieses Wonder Nude Make-up von Maybelline ist eben sehr leicht. Aber es darum, das heißt ja nicht, das Make-up ist schwer. Ach, ihr wisst, was ich sagen möchte. Auf den Lippen trage ich von Essence Blush My Lips. Das ist die Nummer 12. Und den mag ich super gerne, den Lippenstift. Ist eben so ein schönes Pink. Ja. Und den habe ich aber ein bisschen nachgezogen. Nochmal aufgetragen vor knapp 45 Minuten oder so. Ungefähr sowas. Es ist vielleicht ein bisschen heftig zusammen mit den Augen. Die sind ja heute auch sehr intensiv, würde ich jetzt mal so behaupten. Da hole ich euch nochmal näher. Das ist einmal auf der Wasserlinie ein blauer Kajal von Kiko. Und dann für die Augen habe ich die Naked Palette verwendet. Und zwar habe ich da Gunmetal und Creep verwendet und ein kleines bisschen Buck. Also den da und den da. Ich swatch die euch natürlich auch mal. Ich finde, Gunmetal vergisst man immer sehr schnell, dass es den gibt, aber der sieht eben auch auf dem ganzen Lid eigentlich ziemlich schön aus. Und ja, das sind die drei Farben, die ich heute verwendet habe. Und auf den Wangen auch schon ein bisschen weniger als zuvor wahrscheinlich. Habe ich zum einen die 52 von HEMA. Ich weiß gar nicht, ob ich den in den letzten 2 Videos schon gezeigt hatte. Ich glaube aber nicht. Das ist diese schöne Farbe hier. Und als Highlighter habe ich von Sleek eins dieser Glow-Produkte benutzt und zwar in Peach Shimmer. Und das ist das Teil. Und zusammen sehen die so aus. Hallo, es ist Sonntag und ich bin überhaupt nicht doll heute geschminkt. Ich wollte nur danach auch noch ein Video drehen, darum habe ich ein bisschen Mascara aufgetragen, ein kleines bisschen Make-up und ein kleines bisschen davon. Nichts auf den Augen. So hört sich jetzt doch ziemlich viel an, ne? Aber halt kein Lidschatten heute mal. So, keine
Kontur, Sache und kein gar nichts. Und Hörnchen sind wieder am Start. Auf den Lippen habe ich von Essence einen dieser Stay With Me Long Lasting Lip Glossen in der Farbe Candy Bar. Das sind diese hier, die gibt es leider nicht mehr. Haben eben so einen Applikator und ja, die sehen sehr natürlich aus, finde ich. Man würde jetzt nicht auf Anhieb sagen, okay, die hat was auf den Lippen, außer vielleicht ein bisschen Pflege. Aber ich finde das schön. Also mir gefällt der wirklich gut. Aber leider gibt es den nicht mehr. Auf den Wangen habe ich als Highlighter den P2 All Over Illuminator. Und was mir an dem besonders gut gefällt, ist, dass der so subtil ist. Ich weiß nicht, man sieht halt nicht, dass da jetzt irgendwie so Glitzer oder irgendwas ist. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ja, als Highlighter habe ich aus der, wie heißt die denn, Lights of Flower LE von Flormar einen Blush genommen. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Und der ist so unfassbar schön. Ich liebe den. Ist so ein Orangeton, so ein Koralle. Und so sieht der geswatcht aus und so sieht er auf den Wangen aus. Und ja, der gibt eben einfach so ein bisschen eine Frische, aber auch nicht so bam in your face Blush. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und das war es auch schon an Sachen, die ich im Gesicht habe. Ich habe heute mal wieder die Wonder Nude Foundation von Maybelline genommen. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt einen Unterschied erkennen könnt zu den vorherigen Tagen, aber ich finde die schon irgendwie natürlicher. Ja, die andere ist auch super. Mir wurde auch schon gesagt, dass meine Haut so schön ebenmäßig damit aussieht, aber irgendwie finde ich, dass bei der das einfach natürlicher aussieht. So, kommen wir zu den Nägeln. Auf den Nägeln habe ich heute Mint. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, dass das zwei verschiedene Farben sind. Also wenn ich... Gott, das ist schwierig. Diese beiden sind unterschiedlich. Oh Gott, könnt ihr das? Könnt ihr das ohne Hilfe? In der Mitte habe ich Mint Candy Apple, die US-Version von Essie. Und das hier ist You're on My Mint von Catrice. Und der wird jetzt neu ins Standardsortiment kommen. Der sieht so aus. Und ich habe eben diese It Pieces LE gestern von Catrice entdeckt und da war der eben dabei. Und dann habe ich gedacht, als ich ihn in der Hand hatte, der könnte dem Mint Candy Apple der US-Version sehr ähnlich aus, sein. Und dann habe ich die mal so nebeneinander gehalten. Man sieht das, glaube ich, hier schon. Der hier ist blauer, wohingegen der etwas grüner ist und der auch generell ein bisschen kühler ist. Aber sie sind relativ ähnlich. Also man kommt jetzt nicht so leicht vielleicht an die US-Version von Mint Candy Apple, die übrigens komplett anders aussieht als die EU-Version. Die EU-Version geht auch eher ins Türkisene. Ja, vielleicht könnt ihr euch da nochmal bei Instagram das Bild genauer angucken. Ich habe das da auch gepostet gehabt. Da sieht man das einfach, glaube ich, ein bisschen näher und ja... Aber so würde man jetzt, glaube ich, nicht auf Anhieb sagen, okay, der in der Mitte ist ein anderer Lack. Ja, und das waren auch schon die Sachen, die ich heute verwendet habe. Es ist wirklich nicht viel heute und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Guten Morgen, es ist Montag, die Arbeit geht wieder los. Mir ist gerade mein Ohrring runtergefallen und von so weit weg seht ihr das wahrscheinlich nicht, aber einer dieser blauen Steine ist runtergefallen. Beziehungsweise zwei, aber ich habe nur einen wiedergefunden. Ja... Seht ihr es? Das hat mich gerade sehr traurig gemacht, ehrlich gesagt. Naja, kommen wir mal zu Make-up und Nägeln. Auf den Nägeln habe ich heute eine pinke Farbe von Catrice. Und das ist die Farbe Robinson Coralso. Coralso? Das schreibt sich auf jeden Fall so. Und der ist aus dem neuen Standardsortiment. Also ich habe den aus dieser It Pieces LE. Von Catrice. Und das ist so eine richtig schöne Frühlingsfarbe. Und da mein Nektarinenbäumchen jetzt angefangen hat zu blühen, nicht zu blühen, Knospen zu bilden, und ich mir die ungefähr in dieser Farbe vorstelle, habe ich gedacht, können wir das mal machen. Auf den Augen trage ich heute Lidschatten aus der Urban Decay Weiß 3 Palette. Das ist diese Palette hier mit unfassbar vielen Datschern. Das hätte ich auch mal vorher sauber machen können. Sieht so aus. Benutzt habe ich Last Sin, Alien, Sonic und Rain.
Und das sind diese Farben hier. Auf den Wangen habe ich zum einen von Rival de Loop den Deluxe Selection Shimmer Powder. Der hat leider keine Farbbezeichnung. Aber er ist wunderschön. Ich muss jetzt erstmal meine Swatch-Finger sauber machen. Und ich werde da einmal so rein swirlen. Und dann ist das so ein schöner Goldton. Den habe ich eben hier auf den Wangenknochen und auf der Nase. Meine Haare sind noch ein bisschen wild. Und als Blush habe ich eins von Kiko verwendet. Das ist die 111. Der sieht so aus. Und das habe ich heute auf den Wangen. Ich habe ein kleines bisschen noch was auf den Lippen, aber man sieht das eigentlich kaum. Ich zeige euch die Farbe trotzdem mal. Eine dieser Butter Gloss Lacken? Nein. Lippendingern von Astor. Man kann da überhaupt nichts mehr lesen. Also ich kann euch die Farbe leider nicht mehr sagen. Ja, der sieht so aus. Und wenn man den stärker auftragen würde, würde diese Farbe bei rumkommen. Ich habe den aber jetzt wirklich nur eher als Pflege aufgetragen. Ja, und das war's auch schon wieder. Wir starten jetzt in den Montag und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, es ist Dienstag und wie jeden Tag zeige ich euch, wie ich mich geschminkt habe und was ich auf den Nägeln habe. Heute beginnen wir mal mit den Nägeln. Auf den Nägeln habe ich heute ein klassisches dunkles Rot und das ist von Essence aus dem Adventskalender Rudolph's Favorite. Also sehr weihnachtlich der Name. Und ja, ich weiß nicht, ich mag die Farbe echt gerne, weil die so richtig dunkel ist einfach. Ja, heute auf den Nägeln. Im Gesicht habe ich heute ein bisschen viel Glow vielleicht. Da habe ich zwei Produkte für benutzt. Als Base sozusagen habe ich von P2 aus der Catch the Glow LE das Bronze Illuminating Fluid in der Farbe Sunkissed verwendet. Das kommt in so einer Tube und es ist ziemlich dickflüssig. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann. Oh, ja. Da könnt ihr, glaube ich, gerade sehen, das ist sehr dick. Und das habe ich mir eben zuerst auf die Wange aufgegeben und hier und ein kleines bisschen hier. Und dann habe ich mit einem anderen Highlighter noch gearbeitet aus der Carly Bibel Palette von BH Cosmetics. Das ist ja die Palette hier. Und benutzt habe ich diesen Highlighter hier. Und den swatche ich euch selbstverständlich auch. Die sehen so schön aus. Ich muss sie euch nochmal zeigen. Und das ist der Highlighter, den ich heute benutzt habe. Und der ist so richtig da, ne? Aber ich liebe Highlighter. Irgendwie hatte ich da voll Lust drauf heute. Habe ich verwendet Berry Shimmer von Wet n Wild. Der sieht so aus. Und geswatcht sieht der so aus. Ja, und die beiden Sachen habe ich heute auf den Wangen. Das sieht hier irgendwie total fleckig gerade aus, ne? Ist es in Wirklichkeit aber gar nicht. Und für die Augen habe ich heute wieder mal die Morphe Brushes 35U Palette verwendet. Und ich hole euch erstmal ein bisschen näher. Ich habe eben Lila verwendet und hier oben habe ich wieder den Highlighter von den Wangen auch verwendet. Irgendwie kommt mir das Licht heute dunkler vor als sonst. Vielleicht habe ich die Softbox nicht so gut aufgestellt. Das ist die Palette und verwendet habe ich hier oben das Lila. Dann diesen Braunton und diesen Ton hier. Vielleicht machen wir von dem Lila noch ein bisschen mehr. Ja, heute auf den Augen. Und das war's auch schon. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Guten Morgen, der vorletzte Tag. Was habe ich heute auf den Augen? Ich habe heute die BH Cosmetics Galaxy Chic Palette verwendet. Das ist dieses gute Stück. Ich mache das einmal auf, damit ihr die Farben sehen könnt. Und die Palette ist einfach so hübsch. Ich habe verwendet Mercury, Mars und Asteroid. So, ich werde einmal für euch rein swatchen und das sind die Farben, die ich verwendet habe.
Und so sieht das auf dem Auge aus. Außerdem habe ich auf den Wangen verwendet einmal Harmony von P2. Der war mal limitiert in der Culture Spirit LE. Der wird eigentlich als Blush gehandelt, aber ich verwende den als Highlighter. Und als Blush habe ich Gorgeous Berries von Max Factor verwendet. Ich liebe diesen Blush, der ist so schön. Ja, und das habe ich heute auf den Wangen zusammen. Und auf den Nägeln habe ich heute mal was ganz anderes. Und zwar habe ich mich am Stamping probiert. Dieses Teil ist natürlich weitaus nicht perfekt. Aber es war so der erste Versuch mehr oder weniger. Dafür finde ich es eigentlich ganz schön. Verwendet habe ich von Orly Wild Wisteria. Das ist diese schöne Lila. Und zum Stampen habe ich von Essie dieses metallische Blau. Blue Rhapsody. Da habe ich nämlich hier oben das Teil weggeknibbelt, weil es so hässlich aussah. Ist eben ein metallisches Blau. Und ja, die zwei Sachen habe ich heute auf den Nägeln. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt im Internet, die werde ich auch noch in einem extra Video zeigen. Vielleicht nur ganz kurz. Ich habe mir von Mojumoyo, oh Gott, wie spricht man das nur aus, einen neuen Stamper gekauft. Das ist der Marshmallow Stamper. Ganz kurze Sneak Peek. Und ich habe mir auch einige Stempelplatten auch von der Firma bestellt, aber auch von Amazon ein paar. Und der sieht jetzt irgendwie gerade nicht so schön aus, weil ich ihn gestern benutzt habe. Ich müsste ihn mal richtig reinigen. Das ist die Stempelplatte, die ich benutzt habe von Amazon. Ich werde in dem Video, das ich dazu mache, die Links unten reinsetzen, falls euch das interessiert. Und auf dem Nagel habe ich dieses Motiv hier. Und schaut mal, wie schön die sind. Also, mein erster Stempelversuch. Auf dem anderen Nagel habe ich ein anderes Motiv versucht. Und zwar das hier. Das hat leider nicht so gut geklappt, aber ich zeige es euch trotzdem. Da hat es nämlich leider nicht alles übernommen, aber ich habe es jetzt einfach so gelassen. Ich finde, dass man den Nagel schon machen kann. Also das finde ich echt gar nicht so schlecht. Und ich finde das auch schön mit diesem metallischen. Ja, das war es auch schon wieder. Morgen sehen wir uns dann zum letzten Mal. Dann ist die Woche auch schon wieder rum. Und ja, bis morgen. Hallo, heute ist schon der letzte Tag. Es ist wieder mal Donnerstag. Und vorweg erstmal, meine Nägel sehen noch immer so aus wie gestern. Ich habe die nicht nochmal neu lackiert. Ich hatte irgendwie einfach keine Zeit. So, kommen wir zum Make-up. Da habe ich heute ein bisschen Grün verwendet. Und zwar aus der Mermaids Forever Palette. Heißt die so? Ja, die heißt so. Mermaids Forever Palette von Makeup Revolution. Die sieht so aus. Ich habe da auch ein Swatch-Video, das werde ich euch oben irgendwo mal verlinken. Diese wunderschönen lila Töne sind leider überhaupt nicht brauchbar. Wir haben heute verwendet, also ich habe heute verwendet, Turtle. Turtle ist auch ein bisschen schwierig mit der Pigmentierung, ehrlich gesagt. Prince. Und Treasure. Also diese drei Farben. Und das sieht dann auf dem Auge so aus. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich muss die Softbox ein bisschen anders hinstellen. Weiter geht's mit den Wangen. Da habe ich heute als Highlighter von Catrice den Luminizing Bronzer aus der Metallure LE in Shimmer Shade verwendet. Ich liebe dieses Teil. Und ich habe den wirklich schon so oft benutzt und irgendwie sieht man das überhaupt nicht. Geswatcht sieht der so aus. Das ist eben irgendwie nur so ein bisschen subtil. Also darum mag ich den so gern. Und als Blush habe ich von Maybelline Coral Fever verwendet. Und der sieht so aus. Ja. Und das habe ich mir so zack auf die Wange gemacht. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin mal gespannt, wie das so mit Licht und so jetzt alles war, weil ich die Boxen ja irgendwie dann jeden Tag anders stehen hatte. Weil ich habe das natürlich nicht ausgemessen, ne? Ist klar. Ja, wie dem auch sei, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie Videowünsche oder so habt.
weil ja, ich gehe da gerne drauf ein. Außer irgendwelche Morgen- oder Abendroutinen. Ich weiß nicht, ich persönlich finde die extrem uninteressant. Und ehrlich gesagt mache ich auch nicht viel. Also wenn ich mich abends abschminke, mache ich das mit einem Abschminktuch und manchmal noch ein Peeling und das war's. Und Morgenroutine, ja, einmal Wasser ins Gesicht und fertig so, ne? Also ich habe da nicht wirklich irgendwie tolle Produkte oder tolle Sachen, die ich mache. Deswegen seid mir da nicht böse, aber das wird es, glaube ich, bei mir so nie geben. Außer ich finde irgendwas total Revolutionäres, was ich euch unbedingt mitteilen möchte. Ja, aber wenn ihr Videovorschläge, Ideen oder sonstiges habt, bitte unten in die Kommentare. Ich werde mir das alles dann durchlesen und ja, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Und bis dann. Tschüss.